So, Freunde der Spielkultur, heute im Livestream angespielt. Wir haben zwei Spiele im Programm. Wir werden jetzt erstmal Achilles Legends Untold spielen, was ich eigentlich schon seit dem, ich glaube, dritten spielen kann oder ein bisschen früher sogar. Aber die Entwickler haben gesagt, die bringen noch einen relativ großen Day-One-Patch und deshalb sollte man eigentlich das erst zum Release wirklich bewerten, wie das Early Access ist. Es ist eine Mischung aus Dark Souls und isometrischem Diablo, würde ich sagen. Ich habe es auch ein bisschen gespielt in der ersten Version, das war noch ziemlich buggy. Jetzt spielen wir natürlich mit Day One Patch, die Version, die heute im Early Access auch veröffentlicht wurde. Generell ist es konzeptionell ganz cool gewesen, aber es ist halt einfach wirklich noch ein recht früher Early Access. Es soll mal 5 Kampagnen haben mit Prolog. Jetzt ist es in dem Early Access so, es gibt jetzt den Prolog und die erste Kampagne. Plot ist eigentlich, du bist Achilles, verlierst aber so gesehen den Kampf um Troja und ab da wird alles fiktiv, weil du wirst halt rekrutiert für einen der Götter, ja, die Marionette zu werden und Aufträge für den zu erfüllen. Der holt dich aus dem Totenreich dann zurück. Wir starten jetzt einfach ein neues Spiel, dann werdet ihr das nämlich alle selbst sehen. Wir löschen den alten Gesamtfortschritt und dann geht's los. Ich spiele mit Maus und Tastatur. There's a place for everyone. They laut. Said. Souls stripped of their rest wander through the mortal world. Lost and abandoned, they bring blood, death and fire. The hopeless cycle of war carries on. A cycle of foolishness, of life and death, of death and death. Dancing at the edge of the end. Beggar, king, god, or hero. It will reach everyone. In time. Now tell me, where will it find you? Grafisch mischt sich das Spiel zwischen sehr hübsch zu mein Gott, was ist denn hier passiert? Sag ich jetzt im Vornherein, also wie gesagt, das ist wirklich ein Early Access, der wirklich Early Access halt noch ist. Trotzdem hoffe ich mal, dass es sich jetzt ein bisschen besser spielen lässt als beim ersten Mal, wo ich hier drin war. Wir sind also Achilles. Man sieht unten die typischen Sachen. Ausdauer. Blau wird für Spezialattacken später benutzt. Rot ist natürlich mein Health. Schneller Angriff, starker Angriff, linke und rechte Maustaste. Wobei starker Angriff sowieso habe ich eigentlich beim ersten Spiel nicht genutzt, weil das dauert einfach viel zu lange, den Gegner zu treffen. So, mittlere Maustaste können wir Ziele aufschalten. Bei aktiver Zielaufschaltung können wir damit zwischen den Zielen wechseln. Mit Leertaste kann man eigentlich ausweichen. Jetzt ist das übrigens im Prolog so, dass für unsere AP sich immer weiter auffüllt. Also das ist halt absichtlich hier im Prolog so. Ich muss gerade überlegen, es gab eine Taste für Rennen, die wird mir nachher auch nochmal gesagt. Achso, Leertaste halten. Aber meine Ausdauer ist am Ende. Da fliegt ein Arm ab. Und da haben sie sogar daran gedacht, dass wenn keine Kämpfe gerade sind, kannst du einfach rennen, ohne dass die Ausdauer verbraucht ist, bis wieder ein Gegner auftaucht. So, blocken war CTRL halten. Ja, das fand ich auch schon beim letzten angespielt so doof. Weil CTRL natürlich bei der Tastaturstörung relativ weit unten liegt. Ja, ich laufe dir entgegen, Simulator. Lauf, Achilles! Geh nochmal zur Küste!
war nur ein Alternativweg. Aber hier sieht man zum Beispiel, ist ja ganz schön, dass der Fußspuren hinterlässt im Sand, aber die Textur vom Sand zum Beispiel hier unten an der Ecke sieht irgendwie ein bisschen matschig aus. Wobei der Rest sich ja echt sehen lassen kann. Aber es kommen immer wieder mal so ein paar Sachen, wo du denkst, pff, warum muss das jetzt an der Stelle so komisch aussehen? Blam, weg. Sie haben auch ein bisschen die Ragdoll-Geschichte verändert, weil vorher sind die ganz komisch rumgeflogen. Die Wuchtigkeit des Schwerts kommt jetzt besser rüber als in der Beta. Soll es Diablo Souls sein, wird gefragt. Es ist wirklich eine Mischung aus, also man hat später auch einen Fähigkeitsbaum und hat auch Items. Ich weiß nicht, ich glaube zurzeit im Prolog kann ich jetzt noch nicht auf das Inventar zugreifen. Also man sammelt wirklich Ausrüstung. Es ist so, es ist wirklich ein bisschen Souls-like in der ISO-Perspektive, gemischt mit, ja, Sammeln von Gegenständen, also so typischen Sachen, wie die sie in Diablo passieren. So, rolle dich ab, um Gefahren auszuweichen. Wobei das so sehr viel Ausdauer kostet. Wenn du einmal drückst, kommst du halt so einen kleinen Ausfallschritt nach hinten. Und wie gesagt, zur Zeit kannst du auch nicht viel falsch machen, weil deine HP sich halt automatisch auffüllt. Weil halt Prolog. Dir wird das Spiel beigebracht. Können wir ein bisschen sehen, wie die Schlacht tobt. So, Interaktion mit Objekten, wie zum Beispiel die Leiter. Haben sie daran gedacht, dass keiner sich mit langen Leiterklettern aufhalten will. Auf G der Aufgabe folgen, da haben sie jetzt so einen kleinen Nebel eingebracht, der uns dahin hinführt, den gab es übrigens vorher auch nicht. Aufgabenziel verfolgen. Ich hoffe, es gibt auch endlos Dungeons, also es gibt Dungeons, die sogar zufallgeneriert sein sollen hier drin, das wird auf der Seite schon erzählt. Dass sowas möglich ist. Es gibt auch einen Koop für zwei Spieler, aber nur für diese Dungeons. So, nicht einmal ein Schild kann diese Angriffe abwehren. Bringe dich mit einem Ausweichmanöver einer Rolle in Sicherheit. Wie viele Klassen es im Spiel geben wird, es ist halt Achilles Untold Legion. Ich denke, du bist Achilles einfach. Du kriegst später einen Skillbaum, den du verfolgst. Effektiv würde ich vom Skillbaum gesehen sagen, es gibt eigentlich nur eine Klasse. Aber das muss ich jetzt leider spekulieren gerade. Ja, wenn ich zu viel AP verliere, natürlich kann ich trotzdem sterben. Archers! Ganz cool, Hector. Ja, man sieht vielleicht, dass ich es doch schon ein bisschen gespielt hatte. Archers! Komm her. Oh.
creatures! Wirkt einfach viel größer ist als ich. So, entscheide über sein Schicksal. Gibt's jetzt im Moment nur töten. Tschüss, Hector. Aber ich denke mal, das hat mit der Story später was zu tun, dass du eine Auswahlchance hast. Betritt Troja. Nach Üff. Weißt du, beim Treppensteigen haben sie so richtig schön gemacht, dass er da runterspringt. Aber wenn du ein Tor aufmachst, musst du natürlich Waffe wegstecken und das Tor wie ein normaler Mensch aufmachen. Anstatt dass er da einfach mit seinem Fuß auftritt, wie man sich das einfach so vorstellt. Achilles stürmt auf Troja. Dreht gefälligst die Tür mit dem Fuß auf. Ja, jetzt wird mir Sprinten beigebracht. Das habe ich ja vorher wieder rausgefunden, dass das mit Leertaste halten einfach geht. Kämpfe dich durch die Oberstadt. Jetzt wird das Schild auch wichtiger, da weil ich damit die Pfeile abwehren kann. Oh, ihr seid ja nervig. Gegner, die wegrennen, sind immer nervig, egal in welchem Spiel. Steht euren Mann und greift mich gefälligst an. So, und da ist eigentlich ein Move, der wird mir nachher beigebracht. Dass du mit Rennen und schweren Angriff halt so ein, ja, wie soll man sagen, an sich erinnern mich viele Sachen hier einfach an den Troja-Film. Von der Darstellung. Das ist übrigens auch eine coole Sache, dass sie so Interaktionssachen haben untereinander, die Gegner. Wie jetzt zum Beispiel, dass der Bogenschütze einfach auf den Rücken vom anderen hüpft, um von oben Pfeil zu schießen. Ist natürlich nicht realistisch. Wir bewegen uns auf keinen Fall auf historisch korrekten Bahnen hier. Ist ja nicht schlimm. Ich spiele lieber einen Actionfilm, anstatt der halt einfach ganz cool ist, anstatt dass das historisch komplett genau ist. Oh, jetzt kommen da oben noch mehr. Geht mir nicht auf die Nerven. Komm her.
habe ich davon, da ich versuche, schnell durch den Prolog durchzukommen. So, sehr schön. Weiter. Okay, das war gar nicht der Weg. War hier irgendwo eine Treppe oder sowas? Da. Achilles springt doch aus dem Stand zwei Etagen. Ja, das war ja eine das war hier, glaube ich, eine Abkürzung, hätte ich nicht kämpfen müssen. Oder war es doch jetzt ein Umweg? Nee, das war. Ist der richtige Weg. Der Arm unten von dem rum. Jetzt sind wir richtig. Also die müssen echt ein großer Fan sein von dem Troja-Film an sich, weil die einfach die ganzen Moves aus dem Film benutzen. Oder beziehungsweise aus allen möglichen antiken Actionfilmen. So, dann haben wir leider gerade grundlos verfehlt. Komm her. Also wie gesagt, ist immer noch nicht das richtige Spiel, was hier angefangen hat. Das ist alles nur Prologgeplänkel. Deshalb kloppe ich hier auch einfach ohne Sinn und Verstand auf den rum. Wenn ich jetzt AP verliere, ist das nicht schlimm. So, Krieg um die Ehre. Besiege Paris. Hector is dead. I hope at the very least you don't fight like a child. You bastard. Apollo, help me. You will die before the sun sets. Aber im Vergleich zum Film ist Paris dann doch der richtige Fucker. Weil der auf Basis von irgendwelcher dunklen Magie plötzlich hier einfach mir HP stehlen kann. Da hat er wieder einen ganzen Teil von meiner HP abgefressen. Das ist übrigens ein Gegner, den kannst du nicht besiegen. Who or what are you?
Welcome to the very bottom, Achilles. Welcome to Tartarus. Tartarus? No, no, no. The son of Peleus, the hero of Troy, the greatest of all Greeks, immortal. Yet, he met such a trivial end. What do you want? You wouldn't bother to come here just to mock me, would you? Straight to the point. I like that. Say, if I were to send you back up to the mortal world, would you care to do a few things for me? What kind of things? Oh, bring this, find that, kill someone, perhaps. Nothing special. You've certainly earned your place here. It's one of a kind. Even if you run until your legs give out, all you'll ever see is emptiness and darkness. No people, no pleasures from your mortal world. You won't even hear a sound. It's perfect for one having spent their life basking in legends and songs such as yourself. Very well, you win. Anything is better than Tartarus. Well said, Achilles. Then let's not waste any more time. I'm already dead. It can't get worse than that, can it? Und nun sind wir Souls-like. I have a task for you. Already? Can't I look for a tavern first? I've been waiting for my nephew, Hephaestus, but his arrival grows later by the day. Check the nearby roads and go to his workshop. Perhaps he needs help. Yes, fine. I'm on my way. Achilles, I am the king of the underworld. Fools worship my brothers and sisters, seeking short-lived riches and elusive beauty. Yet, they forget it is I who always awaits them in the end. Go and serve me well, Achilles. You won't regret it. Time to get to work. Maybe he'll set up a tavern for me down there. Jetzt bewegen wir uns komplett in der Fiktion. Weil Achilles hat ja Paris eigentlich besiegen müssen und jetzt wurden von Hades rekrutiert, um für ihn Aufgaben zu erfüllen als unsterblicher Krieger. Hier ist übrigens das typische Lagerfeuer. Hades-Schrein ist das aber in dem Spiel dann, wo du dich dann hinhockst und dann werden Wild hat deine HP aufgefüllt. Und dein Gürtel mit Gegenständen wird auch aufgefüllt. Doch Vorsicht, wenn du dich ausruhst, werden natürlich alle wiederbelebt, die du vorher getötet hast. Und von allen Gegnern sammelt man natürlich, ich glaube, es sind wirklich Seelen. Die haben die Gegner schneller gemacht. Achilles wurde von Paris getötet, aber nicht im Film. Oder doch? Ah ja, doch. Scheiße, wurde er doch? Egal. Tut mir sehr leid für meinen Fehler.
Wir stellen jetzt den Schrein wieder her. Es ist hier noch ein Fragezeichen, keine Ahnung, was da mal drin sein wird, aber jetzt können wir auf den Fähigkeitsbaum zugreifen, den sie Gott sei Dank zum Early Access auch verändert haben. Beim Early Access war der halt komplett frei. Den Fähigkeitsbaum kann man sich so vorstellen, es sind halt die unterschiedlichen Sternzeichen, die man dann, sag ich mal, ausbaut in eine Richtung. Man braucht halt eine gewisse Menge von Seelen, das müssten die hier sein, diese 549. Und dadurch, in welche Richtung man geht, kriegt man halt auch Widerstandskraft. Der Schaden kann manchmal erhöht werden und Heldenwerte wie Ausdauer, Vitalität, Präzision, Zorn, Glück. Und unten siehst du durch den Stufenaufstieg, ob du Energie dazu bekommst oder noch Gesundheit. Und Sammeln von Gegenständen, glaube ich, ist schlecht übersetzt. Das wird wahrscheinlich die Chance sein für das Finden von guten Gegenständen. Genauso machst du hier drüber neue Fähigkeiten frei. Also schalt sie frei wie Schwerttanz und so weiter und so fort. Zorn erhöhen. Achso, das Blaue wird dann wohl Zorn sein. Seelen absaugen. Um Schaden zuzufügen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt als Klassen nennen kann, weil ich weiß nicht, ob du nicht letztendlich alles freischalten kannst und dadurch dann alle Fähigkeiten hast. Weil ich auch komisch finde, hier hinten gibt es keine Verbindung hin. Das ist Schildkontrolle. Aber man kann auch ein bisschen reinzoomen, dann sieht man besser, wo man Fähigkeiten bekommt und was nur Punkte sind. So, aber wir können hier eh noch nichts machen. Danke für dein Content, gerne Flo. So, bei Rast füllen sich jetzt unsere Sachen auf. Stimmt, das war auch eine Sache, nur wenn du wirklich rastest am Punkt, werden die Gegner auch wieder belebt. Ich weiß nicht, ob der erste Bereich hier nicht ein bisschen ausgenommen wurde. So, jetzt sehen wir, dass unten unser Gurt da ist, wo wir 4 Gegenstände drin haben können, die wir verwenden können. Und da kriegen wir jetzt Heiltränke. Ah, auf Tab kann ich auf seine Ausrüstung zugreifen. Wo wir aber sehen, nur Schwert, also rechte und linke Hand kannst du besetzen. Dann gibt es halt die Gegenstände, unschuldige Seelen, das ist das, was du absaugst von den Leuten. Unser Fertigkeitsbaum und natürlich unsere Geschichte. Da haben wir nur das Schwert, hier klicken wir mal eben rein, machen den Heiltrank rein und alles ist gut. Hoplitenrüstung 1. Okay, du wirst vielleicht auch andere Rüstungen finden können. Aber das ist jetzt ohne Gewehr. Ich habe damals die Beta nicht weit gespielt, weil ich hatte dann nach einer gewissen Zeit einen, wie soll man sagen, Story? Wie nennt sich das? Ein Breaker? Dann kam ich nämlich kein Stück mehr weiter. Ach, es gibt hier übrigens auch kleine Seelenbehälter, wo die Seelen drin sind, die kann man halt aufbrechen, um Seelen zu bekommen, weil wenn du stirbst, bleiben natürlich alle Seelen an dem Ort, wo du gerade bist. Ist auch normal Souls-like. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht sterben werde, damit wir das Maximum rausholen können in der Stunde Angespielzeit. So, da ist einer mit Schild. Ich weiß gar nicht mit welcher.
Mit irgendeiner Taste schalte ich auch die Ziele durch. Ach so, mit Mausrad durchscrollen. Ah, ist nicht so optimal. Weil du dann immer sehr schnell durch die Ziele durchschaltest. Du kannst aber auch ohne Anvisieren spielen, dann schlägt er immer in die Richtung, wo du gerade hinguckst. Es gibt auch Tag-Nacht-Wechsel, wer sich gerade wundert, dass es immer dunkler wird. Mir ist aufgefallen, dass Guten Abend zusammen, mir ist gerade aufgefallen, dass er im Inventar das Schwert in der offenen Hand hält. Zumindest sah es so aus. Ja, er hält es in einer offenen Hand. Es ist ja auch ein Early Access, so ein Tropfen Nektar. Regeneriert einen großen Teil, großer Heiltrank, stellt sofort einen Teil der Gesundheit wieder her. Eine Granate, die nach dem Werfen explodiert und Schaden verursacht. Das Menü haben sie übrigens auch ein bisschen verändert. Das war nämlich auch in der Beta schrecklich und nicht so sauber wie jetzt, dass man so leicht das Inventar einstellen kann. Im Early Access darf er das. Ich habe ja am Anfang erwähnt, es ist wirklich ein Early Access. Also es ist nicht, hier ist schon alles so 100%, wie es sein sollte. Sondern es braucht wirklich noch Feinschliff. Auch wenn sich das jetzt schon hier alles besser spielt als vor einer Woche, wo ich das schon mal anhatte. Wobei ich weiß nicht, ob man, also die haben auch gesagt, ich darf es auch schon vorher zeigen und alles, also vor heute. Aber halt wie gesagt mit dem Hinweis, ja es kommt aber noch ein ganz großer Patch und es wird dann auch besser sein. Wo ich dann auch frage, ja warum gibt er dir denn schon Zugriff? Also wenn ihr jetzt dann schon sagt, ja das wird aber zum Early Access Start alles dann schon besser sein als jetzt, wie es gerade zu spielen ist. Dann macht doch einfach festen Termin. Und steuert das raus, sobald die Sachen behoben sind. Also ob jetzt 2 Tage später Early Access Start ist oder nicht. Ist doch egal. Hauptsache man kriegt halt halbwegs gute Bewertungen. Das ist viel wert. Heldenlied. Ach so, das ist ein Buff. Erhöht vorübergehend den Widerstand. Das mit der Baliswurzel kann ich mich entgiften. Besiegt die Gegner, bringt vorübergehend mehr Schicksal. Also ist das, was ich von den Gegnern sammle, in Wahrheit Schicksal. Das hat nichts mit den Steam-Bewertungen zu tun, das damit zu tun, das wird ja, das spielen ja dann Leute, die das vielleicht auch die Markenbotschafter werden letztendlich für dieses Spiel und sagen wollen, das ist aber gut, das kann man spielen, das macht Spaß, unterstützt die Entwickler oder so, dann bringe ich da nicht, dann gebe ich denen ja nicht eine Version, von der ich gerade selbst nicht überzeugt bin und sag dann, ja, Weil bei Spielen ist das nicht so wie bei Influencer, die irgendwie Kacke bauen, sich dafür entschuldigen. Wenn das Spiel am Anfang schlecht bewertet ist, kommst du da sehr schlecht raus. Weil viele Erstbeurteilungen bleiben halt einfach bestehen im Netz, ohne dass das jemals wieder angepackt wird. Aber wie man sieht, ist es nicht so Souls-hart, also so schlimm wie Dark Souls, weil
du halt Heiltricke findest. Vielleicht auch nicht so viel, dass du sagen wirst, okay, es ist total egal, getroffen zu werden. Noch nicht. Die Bossfights sollen sehr gut sein in dem Spiel übrigens. Auf jeden Fall bewerben sie damit viel. Falls wir überhaupt zu dem Boss kommen in der Zeit. Führt mich ja zu meinem nächsten Ziel. Skelette scheinen die Ratten dieser Welt zu sein. Vom Schwierigkeitsgrad. Wo ist denn mal eine neue Waffe? Wäre ganz cool. Oh mein Gott. Ja, okay, wenn man mal einen kassiert, dann tut das schon weh, ey. Natürlich aktuell alles immer nur schlagen, weil ich habe ja noch keine anderen Skills gelernt. Wobei, komm, nee, ich gehe jetzt nicht hier unten lang, weil es kann ja sein, dass oben der Questgeber ist dann und der sagt, geh mal auf meinen Friedhof und mach das und das. Also lass uns erstmal der Sache hier folgen. Das gut. Alles klar. Was ist dann Hades sein Neffe, ne? Ah, provisorisches Schild. Das werde ich auch brauchen, weil da oben Bogenschütze ist. Au! Ja, leck mich fett, ey.
hast gesehen, dass er mich angetitscht hat. Und ich habe direkt fast meine gesamte HP verloren. Finde ich ja im ersten Gebiet hier doch noch irgendwas, was mir auch hilft, wie eine andere Waffe, übrigens für mehr Nahkampfschaden. Und ich kann natürlich die Seelen vorne, ich kann zum Hadesschrein gehen und nur meine Fertigkeiten verbessern, um ein bisschen stärker zu werden. Aber dann gucke ich mir die anderen Ecken jetzt noch hier an. Okay, es ist dann doch stärker Souls-like. Wäre Controllersteuerung sogar besser. Ah, Damastaxt. Mehr Dunkelschaden, göttlich Schaden, physischer Schaden erhöht. Und da ist übrigens auch die Attributsbonus-Geschichte, genauso wie bei Dark Souls oder bei Elden Ring. Attributsbonus aus Ausdauer zieht die und aus Stärke. Also ist ja nicht schlimm, dass es da, also dass es so ähnlich ist. Vor allem mache ich jetzt schon mehr Schaden, was gut ist. Ha, nimm das, Skelette! Ich und meine Axt. Okay, es ist einfach eine Tür. Guten Abend, Xenom. Kann damit nicht interagieren. Da sind übrigens immer noch alle Skelette vom ersten Gebiet, wo ich gibt es sowas wie eine Karte? Also unter M gibt es nichts, also würde ich sagen, es gibt nicht sowas wie eine Karte. Stellt einen Teil eures Zorns wieder her, erhöht kurzzeitig die Chance, bei besiegten Gegnern Gegenstände zu finden. Beschleunigt die Energieregeneration. Zurück. Nein!
Ja, jetzt sind wir mal ganz im Norden. Das waren jetzt alle Ecken, glaube ich. Ich bin einmal ganz außenrum abgelaufen. Jetzt können wir mit den Seelen zum Hadesschrein nochmal gehen und wenigstens die Fertigkeiten freischalten. Und ich denke mal rechts unten, was zurzeit noch hier alles gesperrt ist, das sind Fähigkeiten, die du freischaltest und dann wahrscheinlich belegen kannst. So, da sollten Seelen drin sein. Haben sie übrigens genauso schrecklich gemacht, wie es bei Dark Souls ist, dass du die Dinger hier einzeln anklickst. Ich hoffe, dass sich das noch verändert, dass der nicht aus dem Menü dabei rausgeht. Das ist natürlich noch sehr doof. Da sollte man dann wenigstens eine Menge angeben können und nicht nur interagieren. Oh, ich muss auch noch warten, bis er das benutzt hat, sonst wird es nicht aufgebraucht, wenn ich wieder ins Menü rübergehe. So, Fähigkeiten bauen. Drücke während des Ausweichens linke oder rechte Maustaste, also leichter oder schwerer Angriff, um nach vorne zu stoßen und zu treffen. So, dann sind die Seelen schon verbraucht. Rast mache ich nicht, weil dann belebt sich ja alles wieder. Oder hat sich jetzt trotzdem alles wieder belebt? Macht 3 Schaden mehr. Bin ich nicht sicher. Aber wirkt gerade so, als wenn sich trotzdem alle wieder belebt haben. Beziehungsweise dennoch. Habt ruhig Angst und weicht zurück. Auch tot, weiter. Wobei, nee, hier unten stehen nämlich keine mehr. Also sind sie doch tot. Und sind nicht gespawnt. Tempoangriff! Oh mein Gott! Hey, du bist gestorben! Das sieht aber sehr klassisch aus. Guten Abend, Leander. Ah, ich krieg 3 leichte Heiltränke dann geschenkt, wenn ich mich wieder belebe. Thank you.
Muss man auch die Seelen nach dem Tod wieder einsammeln? Das weiß ich gerade nicht hundertprozentig. Das werden wir sehen, wenn wir da sind, wo wir gestorben sind. Ich wollte nur mal die Granate ausprobieren. Und die haut ja ganz schön rein. Ja, die Seelen kann man wieder einsammeln. Schicksal erhalten. So, was haben wir denn für Buff-Sachen? Du sitzt hier Dunkelschaden. Dankeschön. Oh, mein Schild hält ja nicht so gut auf. Zu doof, ey. Bin einfach zu doof. Bin zu doof zu kämpfen. Lass mich von den Bogenschützen einfach schon so unter Druck setzen. Okay, jetzt können wir uns aber auf jeden Fall sicher sein, es ist doch sehr Souls-like. Halt nur isometrisch. Aus der ISO-Perspektive. Was man einfach an den beiden Toten, die ich gerade hatte, schon sehr gut sehen konnte. Den auseinander. Bedanken wir sofort für den Sub. Danke, Dobby-Dit. Ach du Kacke. Ist der schwere Angriff bei dem Ding langsam. Ariadens Faden. Kann ich mich teleportieren? Ein Pfeil, der ein Ziel vorübergehend verlangsamt. Ich denke mal, damit könnte ich Pfeile tränken, wenn ich welche hätte.
Bogenschütze tot, kein Problem mehr. Das sieht aus wie irgendwas, wo man reingehen könnte, theoretisch, wenn es gerade nicht rot wäre. Aua! Kann auch sein, dass es rot war, weil hier noch Gegner waren. Spartanerschwert. Das Standardschwert eines spartanischen Kriegers soll Dutzende von anderen Schwertern wert sein, genau wie die Hand, von der es einst geführt wurde. Ich denke mal, dass man sieht oben auch schon Upgrade-Stufen mit den Dreiecken unter der Waffe. Dass das Spartanerschwert vor allem schneller ist im Schlagen als die Axt. Nee, das ist trotzdem langsam. Ich entscheide mich für mehr physischen Schaden. So, habe ich denn alle Heiltränke schon genommen, die kleinen? Anscheinend. Betritt Keller. Dreiecke, die Vierecke haben. Wir leben halt einfach in sehr merkwürdigen Zeiten. Meine Dreiecke haben Vierecken. Was ein Keller. Und das war's schon, mehr ist hier nicht. Show me the wound. I'll help you. It's too late for me. I've got one foot in Hades. There. Up ahead. Bandits. Attack anyone approaching. I see you for a warrior. Avenge me if you can. I will handle it. You may cross over in peace. Ach, du kannst in Frieden übersetzen. Ich habe natürlich übersetzen jetzt verstanden. Als Übersetzen, also das Übersetzen von Sprache und nicht das Übersetzen ins Totenreich. Ja, man könnte die natürlich auch in die Schnellleiste reinziehen und dann aktivieren, um die Seelen da rauszukriegen. Ach, was ich eigentlich machen wollte. Ich wollte gucken wegen Geschichte. Ne, es bleibt bei dem. Ich dachte, ich kriege jetzt eine Nebenquest oder sowas von ihm.
Mein Schild hält nicht den kompletten Schaden auf, wie ihr gerade vielleicht gesehen habt. Hoplitenschild, cool. Und noch 3 Heiltränke. Auch cool. So, Hoplitenschild ist schon bedeutend besser als das provisorische Schild. Wir sind aber jetzt eigentlich auch schon bei fast, also schon ein bisschen über die Stunde drüber, die ich ja normalerweise immer für angespielt gebe. Und ich würde dem Spiel eigentlich eine ganz gute Bewertung schon geben, auch wenn natürlich jetzt noch der Bossfight und sowas fehlt. Aber spielt sich. Das Problem ist einfach, ich habe die Beta halt gespielt vor ein paar Tagen. Bevor der Day One Patch war. Und der Day One Patch war halt wichtig anscheinend wirklich. Weil es sich halt wirklich bedeutend besser spielt, als das, was ich vor ein paar Tagen noch erleben musste. Wenn man so dachte, naja. Ach du Kacke. Aber es ist natürlich auch wieder eine große Gewöhnung. Sich die ganzen Movements angucken von den Gegnern. Wie viel bringt der? 105. Schicksal. Aber das sollte man auf jeden Fall im Auge behalten, das Game. Es ist wirklich mal was anderes. Wer so ein bisschen die Langeweile hat aus Diablo und so, weil man ja eh bei Diablo jetzt keine Skills braucht, ist das, glaube ich, genau das Richtige, worauf man halt eigentlich gewartet hat mal. Wobei ich es wahrscheinlich nicht komplett mit Diablo vergleichen will. Klar, du sammelst Gegenstände und du hast halt so ein bisschen Fertigkeitsbaum und alles. Es ist halt eigentlich Dark Souls in ISO-Perspektive. Dark Souls, dann, ansonsten müsstest du auch sagen, dass Elden Ring und Dark Souls ja auch Diablo sind, weil du Gegenstände sammelst. Oh mein Gott. Na, die Animation von denen ist jetzt nicht so schön. Das fühlt sich da oben an wie ein neues Gebiet. Wo wir beim Thema werden, wo ist ein neuer Hades-Schrein? Du hast eine neue Axt bekommen. Eine Bronze-Axt, die selten ist. Mehr physischen Schaden macht mehr Dunkelschaden, aber komischerweise weniger minus 3 Schaden macht. Aber danke für den Hinweis, ich habe es jetzt gerade nicht mitbekommen gehabt, dass ich was eingesammelt hatte.
What a mess. Everything's strewn about. I can tell someone was in a hurry. But not a soul in sight. Perhaps I can find something nearby. Seh dich um. Also das soll die Werkstatt gewesen sein, von dem er ja lange nichts mehr gehört hatte. Und irgendwie ist er auch nicht hier. Und alles ist verwüstet. Und da oben ist ein Riesenskorpion. Also eine Mischung aus Skorpion und was auch immer das sein soll. Und hier unten auch. Shoot! By the gods, what a cursed creature! Help! Where are you, stupid beast? Somebody help me! Was für ein hässliches Vieh. Geh weg mit deinem Stachel. Hab ich dich. Du bist doch bestimmt der, den ich suche. Thank you, sir. You saved my life. Nee. Who are you? What happened here? I'm Hephaestus' apprentice, good sir. The armed men came first. They tied us up and took us outside. That's when these beasts attacked. But a beating we took. What about Hephaestus? I don't know, sir. I ran without looking back, but those bandits mentioned a mountain and the fire. That's all I need. Are you staying or coming with me? I'm not much of a warrior, good sir. I will sit here for a while just to make sure nothing like that comes out here. Natürlich. Noch eine Axt. Die gewöhnlich aber mehr Schaden macht. Ich laufe gerade an ganz viele Gegner einfach vorbei. Aus dem Grund, ich hoffe, einfach einen Hades-Schrein zu finden. Da ist sowas wie ein Troll. Du kannst nicht vorbei! How much do you want? Don't understand. The One-Eyes roam the basins, and a griffin's perched itself on the rocks. We have enough troubles around here. Leave in peace, if you would. I'm hurrying to reach the Fiery Mountain. Your village is of no use to me. I can take care of that griffin, too. How do I tell if you're a man or a wraith? We also don't lack for horrors. I can wait. You have to sleep sometime. Hermes is my witness. I warned the traveler. Now I must call on my blade. Also die einen Schlag und dann ausweichen Methode klappt am besten anscheinend. Dauert natürlich lange, aber dann bist du theoretisch sicher. Oder auch nicht. Also es muss irgendwo noch in dem Zwischenabschnitt ein Hades-Schrein sein. Aber wir sind jetzt bei
bei über einer Stunde angespielt. Und das ist ja so eigentlich die Zeit. Ich habe es ja schon ein bisschen länger gezogen, weil es der ganzen Sache ja noch nicht so ganz gerecht wird. Verbesserungsmaterial. Ach, sieh mal einer an. Stufe 6 bis 9. Stufe 2 bis 5. Du kannst also auch die Waffen verbessern. Und dafür sind die Vierecke gedacht, für die Verbesserungsstufen. Gut, dass wir das jetzt noch gesehen haben, weil sonst hätte ich ja vielleicht ein falsches Fazit abgegeben. Ich finde, man kann es auf jeden Fall im Auge behalten. Es kostet auch nicht die Welt, wenn ich recht entsinne. Es sind, glaube ich, irgendwie, ich glaube, es war für 17 Euro drin, oder? Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr hundertprozentig. Aber an sich ganz cooles Konzept. Natürlich, sie haben unglaublich viele Sachen von Dark Souls einfach kopiert. Was willst du machen, ist dann halt so, sie haben es halt in eine andere Perspektive gepackt. Ob der Kampf sich dann noch bewährt und ganz cool wird und alles mit den Gegenständen, das wird sich halt über die Zeit zeigen. Aber es ist halt wirklich noch Early Access, man muss das immer noch ein bisschen, es fehlt immer noch ein bisschen Polish. Und wenn es am Ende natürlich auf Grind hinausläuft, schwierig. Weil ich weiß, es gibt Random Dungeons, es steht auf jeden Fall auf der Seite drauf, dass es Random Dungeons gibt, die man auch im Koop mit einem anderen Spieler zusammen machen kann und so weiter und so fort, aber das kriegen wir alles nicht in diese eine Stunde reingepappt gerade. Weshalb wir ja, ja, kann ich nicht hundertprozentig bewerten. Tut mir an der Stelle sehr leid. Müssten wir uns nochmal angucken oder ein bisschen weiter reingucken. Wenn es mal ein bisschen, wobei das erste Kapitel kann man ja spielen komplett. Naja, ich hoffe, es hat trotzdem gefallen. Auf YouTube könnt ihr in die Kommentare schreiben und ein Like da lassen und ein Follow, falls ihr mehr Spiele gezeigt kriegen wollt. Satz. Und nur wenn man Sachen kopiert, muss es nicht zwangsläufig negativ sein. Und das ist richtig. Es spielt sich ja auch, also beziehungsweise du kannst das Rad halt nicht neu erfinden. Es muss halt einfach im Gesamtkonzept ganz gut passen und Spaß machen und dann hast du eigentlich schon gewonnen. Das sind gute finale Sätze. Das ist ein guter finaler Satz.